Hi, wir haben 6.25 Uhr und es ist der 26. Januar. Falls du mich nicht kennst, hi, ich bin Lea, ich studiere Medizin in Hannover und ich bin letzte Woche scheinfrei geworden. Was genau bedeutet das jetzt? Ich habe alle Klausuren geschrieben, die man im Medizinstudium bis zum Ende des 5. Studienjahres schreiben muss, damit man scheinfrei ist und sich für das Staatsexamen vorbereiten kann. Das Staatsexamen findet bei mir im Oktober statt und vorher werde ich in einen 100-Tage-Lernplan gehen. Aber zur Staatsexamensvorbereitung erzähle ich später was. Heute wollte ich eigentlich nur erzählen, wie es mir so geht nach meiner heftigen Prüfungswoche. Falls du das nicht gesehen hast, würde ich dir empfehlen, da reinzuschauen. Irgendwo da oben. Weil ich glaube, dann versteht man so ein bisschen besser, was gerade bei mir passiert ist. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum steht die Alte schon wieder um weiß nicht was für Uhrzeiten auf. Ich habe noch einen Nebenjob. Ich arbeite in einem Krankenhaus, ich nehme da Blut ab, ich lege da Zugänge und wir haben immer so ein Dokument, wo wir uns in so eine Tabelle eintragen können und auf verschiedene Stationen praktisch eintragen können. Ich bin heute auf 3 Stationen eingeteilt. Was ist das? Ja, genau. Ich bin heute auf 3 Stationen eingeteilt. Gestern war ich auf 3 anderen Stationen. So sieht man immer verschiedene Fachrichtungen, verschiedene Patienten und Patientinnen. Ist eigentlich ganz cool. Nur die Uhrzeit ist etwas, woran ich mich wahrscheinlich nie so richtig gewöhnen werde. Naja, aber ich will mich ja nicht beschweren. Ist eigentlich echt ein cooler Job. Vor allem, weil man da so die ärztlichen Skills halt wirklich festigen kann. Ich mache das jetzt schon seit 2 oder 3 Jahren. 2,5 Jahren oder so, ich weiß gar nicht genau. Ich war vorher in einem anderen Krankenhaus, da habe ich den gleichen Job gemacht. Ich würde schon sagen, dass sich meine Skills sowas von verbessert haben. Also Blutentnahmen und Zugänge legen machen mich jetzt nicht mehr krass nervös, wie es am Anfang der Fall war. Ist aber auch vollkommen normal am Anfang. Also ich bin da wirklich in die ersten Zimmer gegangen und habe gefühlt überall so gezittert. Das ist, glaube ich, ganz normal. Und es wird besser. Man muss einfach ins kalte Wasser geworfen werden und das üben. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme euch heute mal mit. Und ich erkläre euch vielleicht am Ende oder später nach der Arbeit mal so ein paar Tipps beim Blut abnehmen oder beim Zugänge legen. Was ich vielleicht am Anfang gerne gewusst hätte, was mir geholfen hätte, damit ich mit einem etwas sichereren Gefühl da reingegangen wäre. Genau. Und ich glaube, falls du noch relativ am Anfang des Studiums bist oder vielleicht auch noch gar nicht oder vielleicht interessiert es dich auch einfach nur so und du machst was komplett anderes, dann bist du auf jeden Fall trotzdem richtig hier. Und ja, wir gehen jetzt zusammen zur Arbeit und ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video.
Hi. Ja, es ist jetzt schon wieder ein bisschen später. Ich habe den Vlog doch nicht so konsequent gefilmt, wie ich es eigentlich wollte, aber hier bin ich. Mein Essen ist noch viel zu heiß, das muss ich jetzt erstmal abkühlen lassen. Boah, wo war ich denn eigentlich? Naja, also vielleicht erstmal zur Orientierung. Wir haben heute den 4. Februar. Und ich muss sagen, ich hatte jetzt schon ein bisschen Zeit, mich zu erholen von meinen ganzen Prüfungen. Vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst für die Leute, die das nicht mitbekommen haben, die das nicht wissen, was eine Scheinfreiheit überhaupt ist. Das werde ich nämlich immer wieder gefragt. Scheinfrei bedeutet in meinem Studium, dass ich alle Klausuren im Studium geschrieben habe, die man schreiben muss, um sich letztendlich fürs zweite Staatsexamen anzumelden. Ja, für das große Staatsexamen sozusagen. Wenn ich das bestanden habe, kann ich ins praktische Jahr gehen. Das ist das 6. und letzte Studienjahr im Medizinstudium. Und ich habe alle Unikurse, alle Pflichtkurse, Seminare, Vorlesungen, sowas habe ich alles fertig. Und alle Prüfungen dazu, alle Scheine sozusagen. Deswegen sagt man auch Scheinfreiheit. Ja, und das ist bei mir gerade der Fall. Und das war eine sehr, sehr, sehr anstrengende Woche. Ich hatte 8 Prüfungen in 5 Tagen. Und ich weiß bis jetzt nicht, wie ich das überlebt habe, aber ich bin hier. Aber ich bin schon wieder ein bisschen krank, leider. Diese blöden Erkältungen immer in dieser Jahreszeit, ne? Deswegen mache ich heute einen entspannten Tag. Ich wollte eigentlich was für die Doktorarbeit machen, aber das kann ich so echt vergessen. Ich muss mich ausruhen, weil morgen fängt mein erster FAMU-Tag an, von meiner letzten FAMU-Latur. Das ist ein Pflichtpraktikum, die wir im Medizinstudium machen müssen. Also wir müssen insgesamt 4 FAMU-Laturen machen. Das ist jetzt meine ambulante, die letzte. Und ich mache die in der Psychosomatik, in einer Tagesklinik. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich. Aber ich wollte eigentlich ja noch erzählen, wie es mir jetzt so geht nach der Zeit, nach dieser anstrengenden Prüfungsphase. Ich muss sagen, das wechselt sich ab. Mal bin ich extrem erschöpft und mal denke ich mir so, boah, ich bin voller Energie. Aber tendenziell habe ich das Gefühl, mein Gehirn arbeitet mit reduzierter Geschwindigkeit und ich glaube, das ist auch vollkommen normal. Ich brauchte jetzt auch wirklich so die paar Wochen, um mich auszuruhen, um nichts Anstrengendes im Kopf zu machen. Die Zeit habe ich auch ganz gut genutzt. In den Lernplan gehe ich noch nicht und da werde ich auch noch separate Videos zu machen, zu meiner Planung und auch ja, zur Durchführung des Lernplans. Ich habe das oft, dass ich nach solchen Phasen erstmal krank werde und danach erstmal sehr erschöpft bin, sehr viel Zeit für mich brauche. Ja, ich muss meine Batterie dann einfach wieder so ein bisschen aufladen und das kann ich meistens halt alleine am besten. Okay, irgendwie war das gerade wahnsinnig unbequem. Ja, ich wollte euch jetzt nochmal ein bisschen was zu meinem Job erzählen, ein paar Tipps geben, wie man am besten Blut abnehmen kann und Zugänge legt. Ich möchte hier jetzt nicht so ein Tutorial machen oder so eine ganz grundsätzliche Anleitung, wie das funktioniert, weil da gibt es genug im Internet und das lernt man halt auch einfach in der Uni. Ich gebe euch so ein paar Lifehacks vielleicht, ja, so ein paar Tipps, die ich am Anfang gebraucht hätte, um ein bisschen sicherer da reinzugehen oder um nicht direkt zu verzweifeln, wenn mal die Blutentnahme nicht direkt klappt. Und vielleicht hilft es dir ja ein bisschen, falls du Anfängerin bist, im Blut abnehmen und Zugänge legen. Ja, und ich dachte, das mache ich jetzt einfach mal. Also wie gesagt, ich gehe jetzt hier nicht auf die Grundschritte ein, mit Hände desinfizieren, mit Unterlage aufs Bett legen und sowas alles. Das mache ich jetzt hier nicht. Ich gehe einfach nur wirklich auf ein paar spezifische Sachen ein, die ein bisschen helfen können, wenn die Blutentnahme schwierig wird. Okay, ihr legt ja den Stauschlauch an. Und wenn ihr dann nicht direkt irgendwie eine schöne Vene findet oder fühlt, das kommt ja durchaus mal vor, wenn PatientInnen nicht viel getrunken haben, wenn diese dehydriert sind oder ja, aus irgendwelchen Gründen einfach schlechte Venen haben, nicht direkt aufgeben, sucht wirklich, nehmt euch die Zeit, ihr habt wirklich keine Eile. Ich habe mich am Anfang immer übel gehetzt irgendwie, aber nehmt euch wirklich die Zeit dafür, macht das ganz in Ruhe, nehmt euch vielleicht einen Stuhl, setzt euch daneben. Das mache ich tatsächlich auch manchmal. Oder ihr fahrt euch auf jeden Fall das Bett nach oben. Rückenschonendes das Arbeiten ist wichtig, glaubt mir ihr. Man denkt immer, man hat keine Zeit, aber es dauert wirklich nicht lange, sich das Bett nach oben zu fahren. Macht euch nicht den Rücken kaputt, weil jetzt merkt ihr das vielleicht noch nicht, aber wenn ihr das ein paar Jahre macht, dann habt ihr ganz schnell einen Bandscheibenvorfall oder sonst was. Deswegen unbedingt das Bett hochfahren. Macht es euch so angenehm wie möglich. Ihr müsst da nicht verkrampft irgendwie stehen oder sitzen. So angenehm wie möglich machen, weil dann seid ihr auch lockerer, dann seid ihr entspannter, was das angeht. Und ihr könnt auch viel besser suchen, ohne Eile. Ja, das auf jeden Fall. Und wenn die Blutentnahme ein bisschen schwierig ist, wie ich gerade erzählt hatte, wenn die Venen nicht so gut zu sehen sind, nicht direkt aufhören, nicht direkt sagen, kann ich nicht. Ihr könnt euch mal... Ja, keine Ahnung, ich zeige euch das jetzt mal. Ich habe ja hier so eine Vene, die sieht man jetzt nicht so schön. Ihr könnt da mal leicht mit dem Finger so ein bisschen draufklopfen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so geht, weil ich den Arm hochhalte.
Aber normalerweise zeigen die sich dann schön. Also weil die Gefäße dann ein bisschen NO freisetzen und das sorgt dafür, dass die Gefäße sich etwas weiten. Ich habe diesen Hack schon ein paar Mal angewendet, wo absolut nichts zu sehen war. Und dann habe ich gedacht, ja komm, klopfst du mal ein bisschen drauf. Und auf einmal war da so eine schöne Vene. Also das ist wirklich ein Lifehack, den kann ich euch mit an die Hand geben. Ich muss aber dazu sagen, haut nicht zu doll da drauf. Nicht, weil es dem Patienten wehtut, das ist natürlich auch ein Grund, aber ja, nachher können ein paar Werte verfälscht sein. Deswegen haut nicht zu doll drauf. Und staut nicht zu lange den Arm, das ist auch wichtig. Also ihr könnt zum Suchen super lange den Arm stauen. Bei Vigos ist das in der Regel auch kein Problem, weil ihr da ja keine Werte abnehmen wollt. Naja gut, man kann auch Blut aus der Vigo abnehmen. Wenn ihr lange gestaut habt, macht den nochmal auf, wartet nochmal ein bisschen und dann staut ihr nochmal. Einfach weil bestimmte Werte dann verfälscht sein können und das wollen wir ja nicht. Bei den Vigos habe ich am Anfang immer den Fehler gemacht, dass ich mir auch wieder nicht genug Zeit genommen habe und ich habe zu schnell reingestochen. Irgendwie habe ich jetzt so gemerkt, wenn die Venen schwer zu treffen sind oder wenn sie vielleicht wegrollen, das kommt ja auch vor, greift euch mit der anderen Hand diese Vene so flach, also wirklich streicht euch die flach, sodass sie euch nicht wegrollen kann und macht es langsam. Wirklich, das ich weiß nicht, das klingt so plausibel, aber das war es für mich überhaupt nicht, weil ich habe da wie beim Blutentnahmen relativ fix reingestochen. Mache ich beim Blutentnahmen nämlich häufig. Bei der Vigo hat das bei mir bisher immer besser funktioniert, wenn ich relativ langsam gestochen habe, relativ langsam und kontrolliert, weil man muss ja wirklich die Vene treffen und den Verlauf der Vene treffen. Macht es wirklich langsam und zieht euch die Vene so glatt. Das hätte mir am Anfang so wahnsinnig geholfen, wenn ich das gewusst hätte. Noch eine Sache, die bei Vigos als auch bei der Blutentnahme gilt. Fangt am besten weit unten an der Hand und arbeitet euch weiter nach oben, falls es nicht funktioniert. Weil, stellt euch vor, ihr stecht als erstes in der Ellenbeuge oder hier irgendwo am Arm, aber dann trefft ihr nicht richtig. Und dann stecht ihr irgendwo in der Hand und trefft vielleicht, aber ihr habt hier oben ja schon ein Leck, ihr habt hier oben ja schon irgendwie die Vene kaputt gemacht. Ihr müsst dann wirklich den Verlauf gucken, ob das die gleiche Vene ist oder ob es eine andere Vene ist, die woanders abfließt. Also fangt am besten wirklich unten an und arbeitet euch dann so nach oben. Wenn ihr jetzt aber direkt eine wunderschöne Vene hier am Arm seht und ihr denkt, boah ja, die nehme ich, dann könnt ihr das natürlich auch machen. Ich meine nur, ja, das ist tendenziell bei mehreren Versuchen sinnvoller, wenn man vielleicht weiter unten anfängt. Passt bitte auf, dass ihr wirklich alle Materialien da habt. Das ist so wahnsinnig ärgerlich, wenn man nachher irgendwie eine Kleinigkeit vergessen hat und ja, dann da so steht und nicht so richtig weiß, was man jetzt machen soll. Man kann ja auch nicht einfach rausgehen, wenn man gerade die Nadel in die Vene gesteckt hat. Also guckt wirklich vorher ganz gründlich, bevor ihr ins Zimmer geht oder bevor ihr da am Bett seid, ob ihr alles da habt, ob ihr die Vigo-Pflaster da habt. Weil ich hatte das auch schon öfter, dass ich zwar alles da hatte, aber nichts zum Festkleben. Das ist total ärgerlich. Ich hatte dann zum Glück eine Kleberolle, wo ich das dann provisorisch kurz festkleben konnte und ein Vigo-Pflaster holen konnte. Guckt, ob ihr alles da habt. Wenn ihr einen Drei-Wege-Hahn dran macht, unbedingt diesen Drei-Wege-Hahn vorher durchspülen. Das ist so, so wichtig, dass da keine Luft reinkommt nachher in die Vene. Also spült wirklich diesen Drei-Wege-Hahn einmal durch und dann macht ihr den an die Vigo dran und dann spült ihr auch nochmal durch. Ich weiß, das sollte eigentlich klar sein, aber das sage ich trotzdem dazu, weil das ist einfach so unfassbar wichtig, dass das entlüftet ist. Wenn ihr ganz tricky Venen habt und auch ganz dünne, kleine Venen, dann nehmt die blauen Butterfly. Es gibt kleine und normale Butterfly sozusagen. Also es gibt die grünen, die in der Regel auch überall immer da sind. Es gibt aber auch blaue. Müsst ihr mal nachgucken. Das gibt es eigentlich fast in jedem Schrank auf jeder Station. Das sind kleinere Nadeln. Die haben mir oft den Arsch gerettet, muss ich sagen. Ja, damit klappt das in der Regel ganz, ganz gut. Lasst euch nicht zu sehr verwirren und einschüchtern, wenn der Patient oder die Patientin mal nicht so freundlich ist. Das kommt auch vor, dass dann gesagt wird, sie können das ja überhaupt nicht und holen sie doch mal bitte einen richtigen Arzt oder so. Und glaub mir, das habe ich mir alles 100-mal schon angehört. Man stumpft da ab mit der Zeit. Das ist anfangs hart, weil man natürlich selber noch übel unsicher ist. Versucht wirklich, wirklich, euch das nicht zu Herzen zu nehmen. Das ist so unglaublich wichtig, weil jeder muss lernen, jeder muss anfangen und wirklich die allermeisten Menschen sind da wirklich verständnisvoll und auch wirklich aufgeschlossen und sagen so, hey, ja, finde ich cool, dass sie das studieren, finde ich cool, dass sie das machen und ja, machen sie, da ist jeder Mensch anders, aber wirklich versucht, euch das nicht zu Herzen zu nehmen. Es ging uns allen so. Mir ging das auch so. Ich habe auch so viele Erfahrungen in die Richtung gemacht und mittlerweile macht es mir nichts mehr aus,
Aber am Anfang war das noch ganz anders, weil ich selber unsicher war. Jetzt weiß ich einfach, dass es normal ist, mal nicht zu treffen. Dass es normal ist, dass mal eine Vigo nicht klappt, dass mal eine Blutentnahme auch nicht klappt. Dass das auch erfahrene Ärzte manchmal nicht hinbekommen. Das ist normal. Und klar wird man besser mit der Übung. Und klar klappt das dann tendenziell eher besser und auch häufiger. Aber es klappt halt nicht immer. Und lasst euch das nicht einreden von Menschen, die da auch von dem Job vielleicht nicht so viel Ahnung haben. Ist nicht böse gemeint, aber ich glaube, dass viele denken, dass wenn man jetzt approbierter Arzt oder Ärztin ist, dass man diese Skills einfach hundertprozentig beherrscht und immer ausschließlich schafft. Das ist einfach nicht so. Nehmt euch das nicht zu Herzen. Ich weiß, das ist manchmal ganz schwierig und man fühlt sich dann so blöd und denkt so, boah, ich bin zu doof dafür und oh, ich kann das eh nicht. Aber hey, das gehört dazu, das ist normal und das ging mir genauso. Deswegen möchte ich dich an der Stelle ermutigen, weiter zu üben, immer weiter zu üben. Manchmal verkackt man eine Vigo 10-mal hintereinander oder auch an, keine Ahnung, Tagen hintereinander. Das ist, und irgendwann klappt das, irgendwann hat man den Dreh raus und es klappt. Aber bei mir geht es auch manchmal noch schief. Ich muss auch manchmal öfter stechen oder ich schicke dann eine Kollegin oder einen Kollegen rein und sage, hey, da möchte ich nicht nochmal reingehen, ich habe es nicht hingekriegt. Bitte geh du mal rein und versuch du es. Vielleicht klappt es bei dir ja heute besser. Niemand geht da mit einem wahnsinnigen Selbstbewusstsein rein am Anfang. Das ist vollkommen normal. Versuch da nicht zu streng mit dir zu sein. Versuch nachsichtig zu sein und zu sagen, hey, ich bin noch in der Ausbildung. Ich lerne das noch und ich werde sicherer mit der Zeit. Das ist in Ordnung, wenn ich mich manchmal unsicher fühle. Ja, und lass dir Zeit. Also ich habe mich anfangs immer total gehetzt und dachte so, boah, ich muss das aber möglichst schnell alles erledigen. Klar wollen die Ärzte und die Ärztinnen die Blutwerte möglichst schnell haben für die Visite. Dennoch, wenn du Anfängerin bist oder Anfänger, du hast dein eigenes Tempo, du bist in der Ausbildung, jeder muss das lernen. Die sind trotzdem so unheimlich dankbar, dass du da bist, weil du denen wahnsinnig viel Arbeit abnimmst. Ob du jetzt eine Stunde länger da bist oder ob du schneller bist, das ist sowas von egal, weil du so oder so einfach eine Hilfe bist. Deshalb versuch dich da zeitlich nicht zu hetzen. Das habe ich anfangs ganz viel gemacht und das hat mir immer so einen Druck gemacht und deswegen war ich auch hektisch, habe Sachen vergessen. Nimm dir die Zeit, das zu lernen und du bist so oder so, egal wie schnell du bist, bist du eine unglaubliche Hilfe. Ja, ich glaube, das war's. Ich glaube, das Video beende ich an der Stelle. Ich hoffe, es war hilfreich. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich kann nicht mehr reden. Mein Essen wird kalt, deshalb wollte ich jetzt mich verabschieden. Hab noch einen schönen Sonntag oder Montag oder Dienstag oder Mittwoch. Hab noch einen schönen Tag und wir sehen uns. Ciao.